Ich bin heute auf den Straßen Leipzigs unterwegs, weil ich wissen möchte, ob meine Stadt käuflich ist. My city. Bitch, I'm from the land. Till I die. Wir werden uns ein paar adäquate weibliche Individuen raussuchen heute und mit gezielten Fragen versuchen rauszufinden, wie käuflich Leipzig ist. So, 1, 2, 3, 4. Ich muss euch jetzt enttäuschen, denn natürlich gehe ich nicht auf die Straße und frage irgendwelche Frauen, ob die für 100 Euro oder 200 Euro oder 500 Euro oder 10.000 Euro irgendeine Scheiße machen. Eigentlich möchte ich nur wissen, was meine Stadt über diese verkorksten YouTube-Trends denkt. Denn ich bin der Meinung, es geht überhaupt nicht. Man kann auf so viele coole Züge aufspringen, Leute. Man kann so viele coole Videos produzieren, trotzdem in die Trends kommen, trotzdem Klicks machen, ohne dass man direkt als sexistisches, oberflächliches Arschloch dasteht. So. Also das ist meine Meinung. Ich finde es irgendwie unmöglich, dass jeder auf die Straße geht, mit seinen von Mami Arschlochten 20 Euro rumwedelt und irgendwie Leute blöd anmacht. €20? Also nein. Hier. €20. Thanks für die Kamera. Ich denke fake. Nee, ganz kurz schnell verdientes Geld. Ich finde das einfach so. Weißt du, wenn jemand auf der Straße dich fragt, ja, für 100 Euro darf ich dich dann ficken? Nein, Alter. Na, 100 Euro ist schon krass für. Nein, also, aber guck mal, und dann geht die doch nicht, Alter. Ja, dann ist so. Nein, niemals. Also, ich würde also, mich was nie mehr verkaufen. Zwei hübsche Damen, ne? So, ne, ich habe mal eine kurze Frage, ne? Ja. Würdet ihr euren Arsch anfassen lassen für 200 Euro? Ich meine, 200 Euro haben oder nicht? Ja, aber 200 Euro sind auch gar nichts. Was? 200 Euro sind gar nichts. Für nur kurz ein bisschen, mal nicht mal einmal ein bisschen kneten und so. Nein. Was denkt ihr denn über die Leute, die das durchziehen? Also die YouTuber selbst, die das machen? Ja, erstmal müsste man sich fragen, warum die das machen, also zu welchem Zweck. Was wollen die damit in den Titel reinhauen? Und dann Clickbait. Die erste Reaktion spricht Bände, würde ich sagen, ne? Das ist Prostitution. Kann man eigentlich so sagen, ne? Das kann man anzeigen. Was will denn jemand mit diesem WLAN? Kannst du dich ausstellen? Mach einfach abbrechen. Das geht irgendwann weg. Nein. können wir kurz pausieren? Ich bin nach dem Einsatz. Das ist der Beste noch. Na, alles klar bei dir auf jeden klar. Fall. Gut schaust du aus. Und dem Star des Videos willst du nicht Hallo sagen? Also den nenne ich dich. Nur wenn du mich verpixelst. Grüß dich. Ja. Muss ich das, ja? Darfst du während des Dienstes nicht Hallo sagen? Doch. Nein, das ist alles gut. Was ich mich schon immer gefragt habe. Ja, du kommst auf meine Waffe. Was willst du wissen? Ich habe mich schon immer gefragt, was die geheime Entsicherung ist, falls dir jemand die Waffe abnehmen möchte. Würdest du für 500 Euro mit mir schlafen? Wenn ich Single wäre, ich glaube schon. Hier für gerade 500 Euro, echtes Geld. Wie du siehst. Vielleicht auch doch. Würdet ihr für 500 Euro mit jemandem schlafen? Nein. 500 Euro. Für so einen 12-Jährigen hat er echt die Geile, ja. Nein. Also ich habe jetzt hier ja, ist 500 so. Euro dabei. Was denkt ihr denn über die, die das überhaupt anbieten? Also die YouTuber quasi. Naja, also wenn die verarschen, es ist zwar irgendwie lustig, wenn man sich das so anguckt, aber es ist halt trotzdem auch irgendwie dann nicht fair, wenn die dann ja sagen, dann stehen die halt richtig dumm da. Aber ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen dreist von den YouTubern auch auf der anderen Seite, wenn die das so sagen, so die anderen so fragen. Das finde ich irgendwie, mal ganz ich weiß kurz, auch nicht. Wie alt bist du? 14. 14, richtig krass. Und du hast richtig gedacht, du hast so viel um die Ecke gedacht, das erlebe ich manchmal nicht von doppelt so alten. Also richtig krass, Respekt auf jeden Fall. Weil ich bin nämlich auch der Meinung, dass man, auch wenn es für ein Video ist, auch wenn alle so sagen, ja, ist doch nur für YouTube und natürlich ist das nur Spaß und natürlich
ich glaube schon, dass manche davon Bestätigungen auch bekommen natürlich und suchen und sich auch freuen, wenn das klappt. Und im Endeffekt stellt man die Leute einfach bloß. So, natürlich, jeder von uns würde bei einem 1.000er oder 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro mal überlegen, ob es wirklich so schlimm ist, kurz am Po angefasst zu werden. So. Weißt du, aber trotzdem ist es verwerflich und moralisch einfach nicht machbar so. Deswegen finde ich die Antwort mega cool.